Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creativerse. Ja, wir haben gelbe Blumen gefunden. Wir brauchen noch ein bisschen mehr gelbe Blumen. Und es ist gerade immer noch Nacht, denn ich kann es gar nicht erwarten, hier die weiteren gelben Blumen zu finden. Deswegen werde ich mich jetzt einfach mal hier oben so ein bisschen durcharbeiten und hoffen, dass ich jetzt hier so auf gelbe Blumen treffe. Das wäre natürlich mega, mega cool. Craigwood brauchen wir auf jeden Fall auch. Und dann sind wir schon ein ganzes Stückchen weiter. Dann kannst du richtig losgehen hier mit den Craften und Bauen. Und da freue ich mich drauf. Ja, Craigwood brauchen wir. Das brauchen wir, glaube ich, auch für irgendwas zum Craften. Ich weiß zwar nicht was, aber ich nehme es einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Ich glaube, wir brauchen noch drei gelbe Blumen oder so. Die werden wir finden. Ist das hier schon eine gelbe? Das ist schon eine gelbe Blume. Genial. Boah, ich bin so glücklich, dass wir jetzt endlich gelbe Blumen gefunden haben. Nach den langen Gesuche der ganzen Folgen. Naja, ganze Folgen. Das ist jetzt hier die vierte Folge erst. Aber man muss das bei neuen Spielen ja auch erstmal alles wissen, wie das funktioniert und was man machen muss. Und so fort und so weiter. Ich glaube, diese Ranken, die brauchen wir auch. Ich hoffe, dass diese Viecher nicht hier spawnen. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Da sind noch mehr gelbe Blumen. Gelbe Blumen, nehmen wir mit. Wir können gar nicht genug gelbe Blumen bekommen. Ich brauche gelbe Blumen. Und dieses Holz, dann können wir uns nämlich gleich Slabs machen. Und mit diesen Slabs kann man dann auch die ganzen Holzwände und sowas craften. Und das ist das Wichtige. Damit wir uns eine wunderschöne, hübsche Base bauen können. Und die möchte ich auf jeden Fall haben. Und ich weiß das gar nicht, wie das hier so mit dem Online-Modus ist. Ich glaube sogar, dass man mit einem Passwort andere hier einladen kann, diese Welt zu besuchen und hier mitzucraften. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so der Fall ist. Ich vermute nur. Obwohl, ich habe hier ein geiles Baumhaus jetzt. Auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich einfach ein Baumhaus ausbauen. Jetzt haben wir hier so schön viele Ressourcen. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Gut, die Frage ist jetzt, wo spawnen die Monster alle? Das weiß ich natürlich noch nicht, ob die jetzt auch im Baum spawnen oder ob die wirklich nur auf der Erde spawnen. Keine Ahnung, aber es ist gleich 4 Uhr nachts. Das heißt, der Tag wird bald wieder anbrechen. Und ich sammle einfach mal die ganzen Ranken, weil ich weiß, für irgendein Rezept, hatte ich gesehen, brauchen wir die. Und genauso das Craigwood. Ich weiß nicht wofür, aber wir brauchen es. Und wir können bestimmt auch nicht genug Wachs besitzen. Für irgendwas braucht man sowas doch immer. Und wenn wir uns nur Wachskerzen daraus machen wollen. So, hier sind noch ein paar gelbe Blumen. Oh ja, gelb. Also wirklich, ich lasse keine gelbe Blumen mehr stehen. Obwohl, das habe ich bei Minecraft, glaube ich, auch gesagt. Das und das lassen wir nicht mehr stehen, weil das brauchen wir auf jeden Fall. Und nachher hat man eh genug davon und dann braucht man das nicht mehr. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, auch genug davon halt eingesammelt, damit wir das Teil, was wir brauchen, machen können. Machen wir gleich. Da ist noch eine gelbe Blume. Mitnehmen. Jetzt muss ich aber erst... Es wird Tag. Aber noch ist Nacht. Super, es wird Tag, aber noch ist Nacht. Das ist natürlich sehr logisch. Aber hier sieht auch nichts irgendwie gefährlich aus oder so jetzt momentan. Das kann sich aber natürlich ändern. Aber wenn ich hier so runter gucke, hier könnte man sich auch eine geile Treppe irgendwie so ein bisschen hoch machen. Und dann könnte man wirklich über den Bäumen leben. Was haltet ihr denn davon? Ist doch irgendwie eine ganz coole Idee, oder? Ich weiß nicht, ob das wirklich umsetzbar ist. Aber hier sind wir... Also ich fühle mich zumindest hier in den Bäumen sehr viel sicherer als auf der Erde. Was ist das für ein Zeichen gewesen gerade? Oh. Okay, ich nehme das jetzt mal alles zurück. Die können auch auf den Bäumen spawnen. So, okay. Da haben wir Glück gehabt, dass wir jetzt niemanden getroffen haben. Gut, wir sind also in den Bäumen, so wie es aussieht. Jetzt ist er weg. Ja, die teleporten sich irgendwie immer.
Auch nicht sicher. Jetzt ist aber auch Tag. Vielleicht ist er deswegen verschwunden. Das kann natürlich auch sein. Aber ich würde trotzdem anpeilen, vielleicht erstmal die Base wirklich hier hochzubauen. Das ist doch mal was anderes. Jetzt machen wir uns einfach eine Treppe. Nehmen wir mal das hier. Was bist du denn für ein komisches Vieh? Kennt ihr die Fische, die auch so eine komische Antenne haben? So sieht er aus. Schweinchen, tu mir nichts. Ich bin ganz lieb zu dir. Mal gucken, ob ich mir hier so eine witzige Treppe tatsächlich zusammenbauen kann. Obwohl ich das echt lieber aus Holz machen würde. Moment, hier, wir haben doch so viel Holz. Machen wir das mal lieber damit. Sieht auch gleich besser aus und dann müssen wir nicht so viel wieder... Wow! Was war das denn? Ich bin auf jeden Fall gestorben. Supi. Inventar ist leer. Okay, aber wir suchen uns das Inventar wieder. Was war das denn jetzt? Ach Gott, ich bin jetzt bei meinem alten Spawnpunkt. Verdammt! Wir haben doch so viel eingesammelt. Und es ist mega weit weg, glaube ich. Ja, toll. Das war jetzt aber schon sehr seltsam. Moment. Ich muss jetzt mal irgendwie hier hochkommen. Damit ich mal einen Überblick kriege, wo wir sind. Vielleicht ist es ja gar nicht so weit weg. Obwohl ich glaube, es ist weit weg. Und das mache ich mal hier mit. Ich will mal einmal ganz hochkommen. Von den Holz haben wir ja genug. Ich bin voll geflogen auf einmal. Sehr seltsam. Da hinten. Das ist natürlich cool, dass man das echt so sehen kann. Okay, wir müssen in die Richtung. Sammeln wir alles wieder ein, geht runter und auf geht's. Wir müssen nämlich den Rucksack wiederfinden. Da sind die gelben Blumen drin. Da ist alles drin, was wir brauchen. Ach je. Finde ich aber wirklich gut, dass man so halt einen kleinen Spawnpunkt hat. Und dass man den Weg zumindest dahin wiederfinden kann. Ist nicht so selbstverständlich, finde ich. Was heißt das Zeichen? Das ist doch wahrscheinlich dann wieder so ein komisches Teil, das da gespawnt ist. Das uns vielleicht an den Kragen will oder so. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Finden wir alles noch raus. Eventuell. Ach, das ist sogar auf der Karte verzeichnet, der Sterbepunkt. Cool. Da brauche ich mir ja dann noch weniger Gedanken machen. Da hätte ich mich gar nicht hochbauen müssen. Guck mal, es ist gleich hier vorne. Ist ja witzig. Genau, alles nehmen. So, jetzt können wir hier weitermachen. Aber was war das eben? Hat mich irgendjemand geschubst oder so? Ich habe absolut keine Ahnung. Ah, crouchen kann ich auch. Sehr schön, da kann ich nicht runterfliegen, wenn ich crouche. Das ist jetzt schon mal viel wert, dass ich das weiß. So, jetzt baue ich erstmal hier ein bisschen ab. Okay, aber ich kann auch nicht springen, wenn ich crouche. Jetzt mache ich mir hier mal so eine... Oh, Moment. Machen wir uns mal hier so eine Treppe. Ich versuche es zumindest. Ich habe so das Gefühl, hier ist irgendwas, das mir schadet. Wenn ich nur wüsste, was, dann wäre ich schon sehr viel schlauer. So, ich sammle erstmal von denen ein bisschen ein, dass ich mir hier echt eine schöne Treppe drin machen kann. Einmal crouchen. So. Das war wahrscheinlich, genau, zu dicht dran. Oh, wie schön, oh, wie schön. Das wird, auf jeden Fall. Und dann craften wir gleich die Power Cell. Und dann sind wir schon nah dran. Ich
hoffe, ich baue jetzt nicht hier zu viel von dem Baum ab. Nicht, dass wir, wenn wir oben sind, dass denn gar kein Baum mehr existiert. Könnte passieren. Auch die, ich finde es toll, dass die Musik immer so wechselt und so. Das finde ich echt schön. Finde ich schön gemacht. Durchaus. Komm, wir sind doch gleich oben hier. So weit oben war das doch gar nicht. Upsasa. Jetzt sind wir da. Oh, das hat sich sogar gereimt. Okay, jetzt sind wir oben angekommen. Jetzt kann ich mir hier mal so eine schöne Plattform bauen. Okay, die erste Base in den Bäumen. Die werden wir natürlich umdrum, denke ich mal, auch noch ausbauen. Das ist jetzt erst einmal nur, dass wir ein bisschen sicher sind. Und ich habe auch Kohle gesammelt, habe ich gesehen. Bestimmt von irgendeinem Kampf. Nee, das ist zu hoch. Machen wir hier. Zack, dann kann ich nämlich auch hier rüber gehen. So. Das, da brauche ich, glaube ich, so oder so nicht. Den können wir hier zumachen. Okay, dann haben wir schon mal... Von wo komme ich hoch? Von der anderen Seite. Dann kann das hier auch zu. Ein bisschen mehr alles machen. Dann habe ich hier schon mal eine schöne Plattform. Das ist doch schon mal was. Oder auch hier. Ja, das gefällt mir. So, jetzt machen wir uns mal ans Craften. Crafting. Power Cell. Wir haben alles dafür da. Wunderbar. Haben wir es jetzt schon gecraftet? Und wenn ja, wo? Da. Wie benutzen wir das denn? Einfach drei? Moment, ich gehe jetzt mal kurz aus dem Crafting-Menü raus. Achso, Dick. Place. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was haben wir jetzt hier? Wood Mining Cell. Das ist auf jeden Fall die aktuelle. Und das... Touchstone? Discovered a great way to find home. Ah. You wandered too far. Ach so. Ach, das ist so ein Spawnpunkt. Okay, können wir den setzen? Geht das? Ja! Sehr cool, jetzt haben wir hier einen Spawnpunkt. Oder ist das so ein Teleportpunkt? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht so genau, aber ist auch ziemlich egal, denn wir werden hier auf jeden Fall wieder zurückfinden. Und wir können... Ja, Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen. Crafting. Jetzt können wir nämlich ein Stone Mining Cell craften. Dafür brauchen wir die ganzen Slabs. Rote Blumen. Sehr viel Kohle. Und ich bin begeistert. Wir können Moss Torch machen. Geil. Craften. Unbedingt. Noch mehr craften. Jetzt haben wir Fackeln. Oh, geil. Ich bin mega begeistert. Wo ist denn das? Die habe ich doch jetzt gecraftet. Wo sind die? Da. Ich muss mich natürlich an den Anblick erstmal gewöhnen. Ich hätte auch gerne eine Kiste oder sowas. Gibt es sowas auch zum Craften? Craften. Was ist das denn? Extra hard. Hier. Bacon. Moment. Extra. Prozessor. Das brauchen wir. Dafür brauchen wir noch Stone. Okay. Das heißt, wir müssen uns erst einmal Stone besorgen. Ganz, ganz wichtig. Wunderbar. Oh, wie ist das cool. Ich freue mich total. Ich weiß auch nicht, warum. Aua. Ich da muss aufpassen, dass ich hier nicht immer runterfalle. Okay, Mine. Wir haben uns natürlich kein Gebiet gesucht hier mit einer Mine. Moment. Kann ich mal... Achso, das hat gar keinen Platz hier. Machen wir das mal auf die 4. Yay, eine Fackel. Die sieht zwar ein bisschen seltsam aus, aber es ist eine Fackel. Cool. Jetzt habe ich zumindest den Weg dann nochmal markiert dahin. Naja, den Weg markiert, das ist vielleicht zu viel gesagt.
aber zumindest einmal eine Fackel dorthin getan, damit ich weiß, wo wir hin müssen. Da war das. Das ist bestimmt auch irgendwann nochmal wichtig, könnte ich mir vorstellen. So, Höhleneingang hier. Perfekt. Das klappt ja wie am Schnürchen jetzt gerade. Ist das schon Stein? Nee, das ist Dirt. Dirty! Fackel. Bam. Und es werde Licht. Genial. Aber hier braucht man sehr viele Fackeln, muss ich feststellen. Oh, das geht ein bisschen sehr tief runter. Kann ich mir da einen Weg irgendwie runterbuddeln? Dass das hier so eine, so unsere Mine wird? Das wäre doch ganz nett. Oh, ich bin irgendwie schon so ein bisschen begeistert von dem Spiel. Zack, ein bisschen Licht. Ich weiß ja nicht, wie euch das gefällt. Ich bin gespannt, wie euch das gefällt, wirklich. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Ich glaube, das ist der erste Stone, den wir dann nehmen können. Hier. Stone! Tada! Was ist das da? Kratziges? Ah, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Naja, nicht runtergefallen direkt. Hier nochmal ein bisschen Licht. Genial. Unsere erste Mine. Bisschen ausleuchten. So. Sehr schön. Dann sammeln wir doch erstmal Steine. Denn die brauchen wir für ganz viele Sachen zum Craften. Und dann kann's losgehen mit Bauen. Yay. Oh, ich bin so glücklich. Es macht echt total viel Spaß, das Spiel. Ist vor allem mal ein bisschen was anderes als immer nur Minecraft. Obwohl, ich habe jetzt auch schon gerade wieder das Bedürfnis, Minecraft weiterzuspielen. Licht. Ach ja. Aber es ist trotzdem schön, mal zwischendurch ein bisschen was anderes zu spielen. Dass man auch mal ein bisschen was anderes sieht und ein bisschen was anderes machen kann. Also, da gibt es ja immer ganz viele Möglichkeiten. Zack. Aber die Fackeln, die machen nicht so wirklich viel Licht, wie ich feststellen muss. Da hätte ich gerne noch mehr. Mehr Möglichkeiten, mehr Licht. Was ist das hier? Das nehme ich mal mit. Oh, ein browner Mushroom. Sehr schön. Das kann ich alles noch nicht mitnehmen. Ich denke, wir gehen mal hier der Mauer entlang. Auf der Mauer, auf der Lauer. So. Den nehme ich auch nochmal mit. Dass ich wieder so ein bisschen einen Weg habe, wo ich dann wieder lang muss. Weil hier möchte ich mich wirklich ungern verlaufen. Das kenne ich ja schon hier mit den Verlaufen. Aber hier scheint es auch keine Gegner zu geben. Glaube ich zumindest. Hier geht es noch weiter runter. Kann ich das da schon? Ah, das kann ich auch. Was ist das? Fossil und Asphalt. Okay. Achso, das kann ich noch nicht. Aber das ist auch nur Stein. Alles klar, so soll es sein. Ich denke, wir werden uns auch gar nicht großartig weiter hier bewegen. Dazu brauchen wir nämlich erstmal die anderen Power Cells, damit es wirklich was richtig viel bringt. Aber ein bisschen Stein kann man mitnehmen. Stein ist cool. Damit kann man bauen. Da brauchen wir Slabs. Kann man Slabs davon machen, glaube ich. Stein Slabs. Und Slabs ist anscheinend immer so ein bisschen die Grundlage von richtigen Blöcken. Ist auch so, wenn du die Wood Slabs hast, dann kannst du halt die Wood, also die Holzwand damit machen. Und das ist schon ganz sinnvoll. Okay, gehen wir erst, wo ist der Weg hoch? Hier. Ah, Moment. Pilz. Mushroom. Nehme ich mit. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich das brauche. Aber es ist besser, wenn man ein bisschen was sammelt. Anstatt das liegen zu lassen. Nach Hause. Ah, da ist der. Der Böse. Nach Hause. Nach Hause. Ich will nach Hause. War das hier mein Zuhause? Ich möchte dich mitnehmen als Haustier. Was hältst du davon? Ich striegel dich und gebe dir Wasser, damit du wachsen kannst. Oder wie auch immer. Okay, wir haben unser Zuhause mal wiedergefunden. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal schnell hoch.
Guck, dass ich den Prozessor da craften kann. Okay, ich kann auch immer ein bisschen mehr springern als immer nur ein. Vielleicht habe ich auch nur das letzte Mal vorhin meinen Springen unterschätzt und bin da zu hoch gesprungen, wer weiß. So. Und wir sind da. Okay, Prozessor. 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 Craft. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Prozessor. Was ist das hier? Noch ein Prozessor. Achso, nee, das ist was anderes. Das hier ist dazu gekommen, oder? Forge. Ah, das ist ein Ofen. Okay, wir haben dem... Ja, geh wieder raus. Wir haben den Prozessor. Nee, das war schon richtig hier. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist der Prozessor? Ich muss mich an die Blöcke gewöhnen, wie die aussehen und wie überhaupt alles aussieht. Das hier ist der Prozessor. Null. Prozessor. Wo stellen wir den am besten hin? Ach, wir können den eigentlich direkt daneben stellen. Ach, ist der hübsch. Ah, sehr schön. So, jetzt schaue ich mal. So, siehst du? Jetzt kann man nämlich craften. Craften kann man. Das können wir alles craften. So, jetzt haben wir ein bisschen was gecraftet. Collect all. Ich glaube, mein Inventar ist voll, ne? Kann das sein? Achso, ich muss eins anwählen, oder? Oder wie, oder was? Ach, man kann das auch wieder zurückcraften. Das ist natürlich auch cool. Schön zu wissen, was haben wir denn da überhaupt? Wir brauchen eine Kiste oder sowas. Sehr cool. Cool zu wissen, Kiste. Gibt es hier irgendwo eine Kiste? Extra Hardware? Achso, für Kohle, Obsidian, Iron und sowas, okay. Color, use with, mark, important landmarks. Nein, ich brauche eine Kiste. Das wäre jetzt auch noch eine Frage, wie man eine Kiste machen kann. Ich meine, mein Inventar ist so voll. Oh, was ist das hier? Das ist auch wieder neu dazugekommen. Woodmore. Oh, ein Dach. Und ein Wood Table. Yay, ja, es gibt natürlich auch Deko und sowas alles. Eine Tür, cool. Ah, haha, ha, Bienenwachs. Haben wir genug. Eine Chest. Dazu brauchen wir noch ein paar Slabs. Okay, wir müssen erstmal... Das mache ich nochmal ganz schnell. Ich weiß, ich muss unbedingt einen Cut machen. Aber... Ah nee, das war richtig. Aber wir machen jetzt nochmal ein paar Slabs. Weil ich unbedingt eine Chest brauche. Ich glaube, das reicht. Wie kann man denn jetzt alles collecten? So. Ja, was macht das denn jetzt? Collectet das jetzt so nach und nach oder wie? Ach so, das ist immer so ein... Wie nennt sich denn diese Zeit? Habe ich vergessen. Ah, ich vergesse momentan irgendwie sehr viel. Was ich so von anderen Spielen kenne. So, jetzt haben wir aber die Slabs. Jetzt kommt die Chest zum Einsatz. Oh nein, mein Inventar ist voll. Okay, wir müssen irgendwas wegwerfen. Dead Grass oder... Ja, Gras, glaube ich, können wir eh wegwerfen. Das gibt's hier genügend. Destroy. Yes. Okay, jetzt können wir die Chest machen. Hoffe ich. Ich hoffe, die nimmt nicht noch mehr Platz weg. Yay! Und damit haben wir auch Schilder freigeschaltet. Chest, Chest, wo bist du? Dort? Null. Null habe ich ausgewählt. Dann machen wir doch mal... Chest dorthin. Oh, wunderbar. Jetzt können wir Sachen da rein tun. Genial.
alles rein, damit wir da nicht irgendwie was verlieren, wenn wir sterben. Aber die, gut, die hat nicht so viel Platz. Aber ein bisschen. Da können wir auch wieder noch mehr Chests machen und so. Jetzt habe ich zumindest ein bisschen Platz hier wieder im Inventar. Ach, ist das schön. Und es wird Nacht. Es wird Nacht, okay. Vielleicht sollte ich nochmal ganz fix hier ein bisschen eine Wand hochbauen, dass wir in der Nacht jetzt sicher sind. Und die Nacht können wir dann zum Craften benutzen. Und dann, wenn wir später gut ausgerüstet sind, dann können wir auch in der Nacht kämpfen. Ups, der war zu weit. Nein. So. Ja, ich würde tatsächlich gerne noch einen weitermachen. Ich meine, wir haben ja genug Holz. Wir haben genug Holz vor der Hütte. Und das sollte eigentlich ganz gut klappen. Ich hoffe nur, dass jetzt nichts spawnt in der Zwischenzeit. Währenddessen wir hier unser Haus machen. Unser kleines Baumhäuslein. Ach, ist das schön. Und ich gerate hier jetzt schon wieder in eine Überlängenfolge. Zumindest ein bisschen. Aber wir müssen uns sicher machen hier. Deswegen machen wir das jetzt dicht. Ich hoffe, ich habe genug Holz. Ich bin ja glücklich, dass wir Fackeln haben, wirklich. So, oben müssen wir natürlich auch zumachen. Das reicht ja auch schon so ab hier. Ist ja jetzt erstmal nur notdürftig. Verschönern und so kann man das später immer noch. Jetzt habe ich natürlich einen zu hoch gebaut. Und mein Holz ist jetzt gleich leer. Okay, eine Seite wäre schon mal fertig. Da ploppe ich mir einfach mal ganz schnell neues Holz. Wir wohnen ja an einem Baum, da gibt es genug. Und das sind ja so Riesenbäume, die ich in Minecraft eigentlich total hasse, zum Abbauen. Aber hier sind die zum Baum einfach total göttlich. Dann machen wir hier irgendwie zu. Ich muss mich ja gerade ein bisschen konzentrieren. Ist ja nun das Erste, was ich so richtig versuche zu bauen. So. Bisschen falsch gesetzt. Ist aber nicht so schlimm. Denn erste Versuche sind total okay so. So, Licht. Hoffentlich brennt der Baum da nicht ab. Ich weiß nicht, wie das hier mit den Elementen und so ist. Hier auch mal Licht. Ja, cool. Nein! Oh, ich will doch nicht runter. Jetzt habe ich aus Versehen die nach Dings-Taste da gedrückt. Vielleicht sollte ich hier auch so einen Türeneingang noch machen. Das wäre vielleicht noch... Ah ne, hier kann ich eh zumachen. Na komm! Ach, ich habe kein Holz mehr. nehmen wir doch einfach mal das. Okay, hier ist zu. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das ist. Ob die Viecher auch so kommen zu uns. Oder ob ich hier wirklich am besten eine richtige Tür hinmache. Hab ja ein bisschen Angst. Weil Türen können wir ja auch craften. Crafting Door. Okay, da brauchen wir. Das kann ich aber auch einfach craften. Aber das Teil habe ich nicht. Und was ist das? Ich habe doch Bienenwachs. Ach ja, das habe ich in die Kiste getan. Aber Stone Road haben wir noch nicht. Ach, oder können wir das vielleicht... Na, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir können noch... nicht so richtig sowas craften. Dann mache ich das vielleicht am besten zu. Mit was anderem. Moment, Moment. Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit. Queen Bee. Cool. Ja, ich finde alles cool, ich weiß. Irgendwas, was mir wirklich auffällt. Das wäre ganz toll. Ah, nehmen wir das hier. Da sehe ich zumindest, dass hier der Weg eigentlich nach unten ist. Sieht ja auch anders aus als das andere. Zack, einmal ganz zugemacht. Jetzt sind wir sicher? Halt, wir sind noch nicht sicher. Jetzt sind wir sicher.
Puh. Okay, wunderbar. Nochmal ein bisschen Licht hier hin machen. Licht. Ja, ich mag Licht. Ganz wichtig. Zack. So. Alles schön ausgeleuchtet. Unser erstes provisorisches Häuschen ist fertig. Und da bin ich... Oh, cool, wie das interagiert, wenn man da wirklich einfach nur mit dem Pfeil drauf zeigt. Ich bin begeistert. Und wir sind voll in der Überlänge. Aber das war es jetzt wirklich wert, da in Sicherheit zu sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.